sechsten Auflage der VD Mountainbike Trans Schwarzwald. Wir haben einen neuen Teilnehmerrekord mit 570 Teilnehmern aus 19 verschiedenen Nationen. Wieder mit dabei Hannes Gänze und Andreas Kugler vom Multivelt Merida Biking Team. Auf 1 dieses Jahr treten sie in der Single-Kategorie an. Centurion VD und sein Teamkollege Markus Kaufmann, die wollen gucken, dass sie den beiden das Leben möglichst schwer machen, damit alle ihren Platz finden. Hey. Andreas Kugler, Hannes Gänze, ebenfalls Multivelt Merida Biking Team, aber auch für die drei Platzierten. Und am Schluss war es halt so ein langer Sprint, sag ich mal. Also das heißt jetzt auch noch nichts fürs Gesamtklasse. Man hat ja gesehen, die Abstände sind kurz und ich denke, morgen kann sich da schon einiges ändern. Hannes Gänze, ein langer Sprint soll es gewesen sein. Wie lang war denn der so in Kilometer? Was würdest du sagen? Ja, also es geht ja, bevor man zum Ziel kommt, noch kurz die Treppe rauf. Und da habe ich mich an den beiden vorbeigeschoben, bin voll hochgerannt und dann ja, einfach alles bis zum Ziel. Und das kann man schon als langen Sprint bezeichnen, würde ich sagen. Markus Kaufmann, wie war das in der letzten Phase? Ja, also mir fehlen ja hier dieses Jahr ein bisschen die Höhenmeter. Morgen kommen zwei lange Anstiege zum Schluss, da möchte ich voll angreifen. Hannes Gänze, Multivelt Merida Biking Team, auch für ihn das Siegertrikot der ersten Etappe. The second and the third table, there is ISO. Abwertung, das entspricht natürlich heute nach dem ersten eine Etappe gefahren. Hier, Moment. Ja. Kriegen wir versorgt. Gestern. Respektabel jetzt nach zwei Etappen. Für heute Wiesbaden. Und ja, es ist auch gut als Vorbild. Multivelt Merida Biking Team Andreas Kugler. Auf der 2 mit einem Rückstand von 44 Sekunden Hannes Gänze, auf der 3 Markus Kaufmann. Am Sportplatz in Okay. Und der Sieger, er heißt heute wieder Hannes Gänze, ebenfalls Multivelt Merida Biking Team. Unverändert diese Dreiergruppe, nur Sekunden auseinander. Vierte Etappe. Sieger. Geschlossen, damit aufgerückt werden kann. Wir werden den Multivelt Merida Biking Team Hannes Gänze. Hannes Gänze und der Gesamtsieger. Er heißt Andreas Kugler, Multivelt Merida Biking Team. Thank you.
Merida, danke euch. Wir versuchen es nochmal mit der Klasse der Männer. Dankeschön, Applaus.